Moin Freunde, euer nordischer Wolf hier. In dem heutigen Format schlagen wir mal einen komplett anderen Weg ein. Das heutige Video soll eine Art Podcast für euch sein, in dem wir über zum Beispiel unsere bisherigen Souls-Erfahrungen sprechen, welches Spiel bisher unser Liebstes ist und viele andere Themen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und kommt gut bei euch an. Also viel Spaß mit uns Noobs in den folgenden 60 Minuten. Ich würde sagen, let's go! Damit die Leute auch wissen, mit wem wir hier zu tun haben, ähm, würde ich sagen, stellen wir uns einmal ganz kurz vor. Wie gesagt, ich bin der nordische Wolf. Ich mache seit, sage ich jetzt, glaube ich, mal über drei Monaten ähm, konstant Ellenring-Content. Und ähm, ja, Souls-Like-Spiele generell. Ich spiele aktuell äh, Mortal Shell, wo jeden Tag eine neue Folge für euch am Start ist auf dem Kanal. Ich würde sagen, wer von euch möchte gerne anfangen? Wer möchte mein vorstellen? Name ist der Crypto. Ich habe auch einen Kanal, ungefähr seit drei vier Monaten. Habe angefangen mit Shooter von COD bis Battlefield, dann mit Elden Ring und ja, demnächst kommt auch bei mir vielleicht Demon Souls, weil das eine Welt, ist, die mich sehr fasziniert. Ja. Mein Name ist Nikki. Ich habe vor kurzem angefangen mit YouTube und mache ob ich Gameplays jeglicher Spiele und momentan halt hauptsächlich Elden Ring. Ich würde mal sagen, damit haben wir uns eigentlich auch alle kennengelernt, würde ich jetzt so behaupten, ne? Hey, kennt ihr das noch von der Schule damals, Alter? Ja. Wenn du vor der Klasse standest und irgendwie einen, einen, äh, einen Vortrag haltet, halten musstet und ihr musstet euch dann irgendwie vorstellen. Nee, ich habe nur gerade nebenbei auf den Ausschlag hier geachtet, mit, dem, mit der Stimme, wie laut die ist. Und wenn ich dann so gucke, bei Krypto voll so die großen Ausschläge und bei mir voll klein, so ich denk mir so, vielleicht würde ich noch ein bisschen lauter machen. Ja, aber Krypto ist aber auch, der sitzt halt relativ weit weg vom Mikro, ne? Also du hast es Ich kann auch hier ranstellen. Oh, 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 nee, also ist alles okay, alles okay. Nikki, was waren denn deine ersten Souls like Erfahrungen? Bei mir war das ganz klar Bloodborne und ich habe das auch nur einen Tag gehabt und am selben Tag wieder abgegeben. Weil das war so schlimm für mich. Oh Mann, alter. Ich habe das, ich habe das mir damals äh, für die Konsole geholt und äh, für die, ich glaube für die X nee, für die Playstation war das. Mhm. Und das kam gerade erst raus und dachte ich mir so, ja, sieht halt nice aus. Ich wusste nicht, was Souls-Games sind und dachte mir so, ja, ein bisschen kämpfen und so, ne, schöne Grafik. Ja, und dann habe ich da vorgesessen und dachte mir so, wollt ihr mich komplett verarschen? Da hat ja gar keine Lebensanzeige wirklich. <laughs> da reichten ja reichen also, mir ein paar Hits und ich war weg. Ja, die, genau. Okay, habe ich mich da ein bisschen durchgebissen. Dann kam der erste Boss, wo ich mir dachte, so der Weg dahin war für mich schon die Hölle. Und ich bin dann nur wirklich... Drei Stunden lang immer wieder gestorben. Da habe ich meinen Bruder dazu geholt, gesagt, komm, jetzt ver versuch du einfach mal dein Glück, ne? du bist besser. Und dann gehst du noch hin und her und sage, ja, boah, ne, weg damit. Das ist, hat, das ist ja nur noch frustrierend gewesen. Und da habe ich einfach gesagt, ja, brauche ich nicht. Ja, ich merke schon, da sind so ein bisschen Parallelen. Dann ging es mir auch mit meinem ersten Souls-Like. Aber weiß nicht, Krypto möchtest du zuerst sagen? Ja, bei mir war das auch Bloodborne. Ich habe mir Bloodborne gekauft, weil wegen dieser Welt, was ich gesehen habe, die hat mich so fasziniert und ich war so geflasht davon, dass ich direkt gleich wieder am Anfang ausgestiegen bin. Weil ich einfach nicht vorwärts gekommen bin. Ich habe ich hab mir gedacht, was ist denn hier los? Ja, ja. Ich kann die geile Welt nicht erleben, das gibt's doch nicht. Und dann bin ich so dran verzweifelt, da kam das erste nächste beste Spiel und ich bin sofort weg. Und ist jetzt leider in der Bibliothek wieder gelandet, ne? Und ich habe mich dann später mal wieder an einen Mortal Shell reingetraut. Es lief dann schon etwas besser für mich. Meine ersten Souls-Erfahrungen waren damals tatsächlich mit Sekiro. Ich äh, habe dieses Spiel, ich habe vorher nie was von dem Spiel gesehen. Ich habe es mir ähm, bei Steam angeguckt, weil ich irgendwie was wurde mir vorgeschlagen. Also, ne, weil ich kann mir vorstellen, das Spiel kam raus, die Souls-Community hat es übelst abgefeiert und dann wird das ja halt auch sehr hoch gerankt in, bei Steam und habe es dann gesehen und habe dann geguckt und dachte mir so, Alter, das sieht voll geil aus, ne, so mit Samurai's und 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 hier Katanas und ich bin sowieso ein großer Fan von äh, japanischer Kultur, also generell auch Samurai und so, ich liebe das. Und ja, dann habe ich es mir ge geholt, habe es mir runtergeladen und bin meiner Meinung nach mit einer der schwersten Spiele in dieses Souls Genre eingestiegen. Die ersten paar Stunden in Sekiro waren absolut Albtraum für mich. Ich habe mich komplett misshandelt gefühlt von dem Spiel. Ne, also das hat mich richtig vergewaltigt. Ich habe nur auf die Fresse bekommen, egal wo ich hingegangen bin. Ich habe das Kampfsystem nicht gescheckt. Ich habe die Spielmechaniken nicht gescheckt. Ich wusste einfach nicht, was, was ist die Mission von dem Game? Wie wie kann man denn etwas spielen, was dich so hart weg? Entschuldigt den Ausdruck, bumst, ja. <laughs> äh, das, was ist, wo empfindet man denn da? Weil ich hab bis vor, bis dato habe ich immer Spiele mit Spaß äh, verbunden. Mit Spaß und Leidenschaft. So, geile Story, geile Grafik. So, obwohl Grafik für mich nur zweitrangig ist. Aber dann, dann, dann hast du mal so ein Spiel, was sich halt auch richtig fordert und halt auch komplett alles von dir abverlangt. Und das war so neu für mich, ich hab das nicht gecheckt, was, was das Spiel jetzt von mir wollte. Äh, du hast gesagt, Niki, Bloodborne war dein erstes richtiges Soul-Spiel. Äh, ja, genau. Also du bist rein ins Game und war das auch so bei dir, dass du an jeder Ecke auf die Schnauze gekriegt hast oder wie war das? Also am Anfang dachte ich mir so, okay, ich weiß ja gar nicht, was ich überhaupt da geholt habe. Ich habe nur halt diesen, äh, die Bilder dazu gesehen mhm. äh, bei VideoWorld und dachte mir so, ja, sieht geil aus. Ein bisschen kämpfen, das passt schon. Geile Atom, Kann ja nicht ne? so schwer sein. Mhm. Und äh, dann habe ich es halt angefangen abzuspielen. Dann dachte ich mir schon so, okay. Hier muss man wirklich aktiv kämpfen. Das ist jetzt nicht so wie bei äh, Tomb Raider oder so. Da musst du halt wirklich aktiv was machen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, du kriegst halt richtig auf die Schnauze von so kleinen Gegnern schon am Anfang. Das ist so dumm, und dann Alter. musst du halt eigentlich direkt schon Schaden machen, um wieder Leben zurückzubekommen. Wenn du das nicht machst, musst du dir eine Spritze reinjagen, damit du wieder dein, dein, dein Leben auffüllen kannst und alles. Das war Spind. sowas von Durcheinander am Anfang, dass ich am Anfang extrem oft gestorben bin. Du hast auch dann diesen diese riesen meute an gegner schon äh, gegen dich bevor du überhaupt wirklich in das spiel starten kannst dann hast du es geschafft denkst so jawohl ich weiß jetzt was ich machen muss und dann ist da dieser riese dude da an diesem blöden großen tor ich dachte mir so jetzt was ist das denn der erste boss schon ja okay dann kann das spiel ja nicht so lange gehen <laughs> und dann da wurde es ja immer schlimmer bei bloodborne ist es ja zum Beispiel noch ein bisschen schwieriger weil da ist es ja nicht klassisch so wie in einem souls like du trinkst eine Flask. Deine Leben regenerieren sich wieder, sondern bei Bloodborne ist das ja so: du kriegst, du kriegst einen Hit und in dem Moment, wo du dann halt auf den äh, Gegner wieder eindrescht, also in die Gegenattacke gehst, erfüllen sich ja, glaube ich, deine Leben auch wieder ein bisschen auf, ne? Oder, ja, genau. wie, oder wie war das jetzt genau? Genau so ist das, aber das Problem ist halt schon am Anfang, wenn du gar nicht weißt, was du dir überhaupt geholt hast. Ich sage immer, die Menge macht es am Ende an Gegner und du hast mhm. rel relativ am Anfang dann schon so eine große Menge an Gegner, die auf dich einhauen. Wenn du dann irgendwie mal dir Leben zurückholen willst, indem du die auch mal so ein bisschen haust, steckst du schon wieder neu ein und bist weg. Und da habe ich gemerkt, ja. ja beim Spiel, du kannst da nicht durchrennen. Ja, das du kannst ist nicht einfach sagen, du haust da mal drauf und holst dir Leben wieder. Du musst halt extrem viel ausweichen, geduldig sein und aber nach ich glaube, sechs Stunden bei dem Spiel habe ich einfach keine Geduld mehr gehabt. Ja, das war so wirklich, das hat mich so gelehrt, dass du halt wirklich ähm, mit Köpfchen auch rangehen musst an die Sache. Genau, das ist ja das, was äh, Souls-Like-Spiele auch für mich, äh, also wo ich dann halt auch gemerkt habe, so, dass mich das erste Mal in der Laufbahn, sag ich jetzt mal, oder in der Zeit, wo ich Videospiele spiele, es ein Genre gibt, was mich quasi zum Aufhören zwingt, dieses Spiel zu spielen. Weil du einfach, du kannst einfach irgendwann nicht mehr. Du, de, de, dein Kopf, der räuchert. Du hast einfach keinen Bock mehr. Du bist voller Wut, voller Frust. Du hast einfach keinen Bock mehr. Und dann machst du dir Hello Kitty Wonderland an und baust dir dann da <laughs> deinen dein Hello Kitty Freizeitpark. War das auch so bei dir mit, äh, mit Bloodborne? Also hast du bei den Items vorher gleich durchgesehen oder war das auch so wie bei Niki, dass du da vor dieser riesigen Masse standest und dir da äh, einfach gedacht hast, was ist jetzt eure Mission? Oder? Aber also, na, was ich mich noch echt erinnern kann, damals, wo ich es echt gekauft habe, vor den Jahren, was mir bis heute im Kopf hängen bleibt, ist dieser komische Wolf direkt schon am Anfang. Der Werwolf. Sind, ja, das, da sind das überhaupt Werwölfe? Ich weiß es nicht. Also, sind, sind, sind das Lykanen? Da, wo du halt dein Ding, da, ähm, deine Hinweise holst und alles. Und ja, direkt am Anfang. Und, ja. einstellst halt mhm. und dann mit den blanken Fäusten dastehst. Mhm. Ich werde es nie vergessen. Ich bin von dem nur weggerannt. Ich habe nicht hab mitgekriegt, da, was ist das? das war. Gibt man mir zwei Fäuste, da passiert ja gar nichts. Und an das kann ich mich noch so gut erinnern, dass ich da so verzweifelt bin, wo du ja auch stirbst. Ne? Ja. Aber es war für mich einfach, Mann, das hat mir da schon den Rest gegeben. Und dann bin ich noch kurz weitergekommen in der Spielwelt und dann war es halt bei mir schon wirklich vorbei, weil ich habe damals nicht erwartet, dass das Spiel wirklich ein ausgeklügeltes Kampfsystem fordert, nicht so wie die Nikki schon gesagt hat, wie ein Tomb Raider oder halt Assassin's Creed, da läufst du durch und killst und machst und, nee, das hat mich damals einfach schlichtweg überfordert, das mhm. Kampfsystem und alles. Und ich war auch nicht vertraut mit Souls Games allgemein und das Ganze auch mit den Stats und dem ganzen Zeug und ich habe noch nicht mal zuerst gefunden, was ich zum Heilenbau brauche. <laughs> <laughs> das war für mich schon so, boah. Ja, so ging's mir auch. Da geht es auch erstmal auch mal bei den ganzen Items durchsehen und so, ne? Ja, das war für mich schon echt hart und dann habe ich es auch relativ schnell liegen lassen, weil ich mir dachte, nee, ich gebe mir den Stress nicht. Das ist mir das war für mich Stress damals. Das hat sich dann das erste Mal geändert in Elden Ring. Ja. Was mich dann auch wieder letztendlich näher zu Souls gebracht hat. Du hast ja gesagt, Elden Ring war es bei dir, Krypto? Bei mir war es ja, tatsächlich. Elden Ring dann, also es war schon Mortal Shell. Mortal Shell habe ich schon. Auch gut gespielt, aber auch nicht zu Ende gespielt. Weil da ging dann die Lust halt auch irgendwann verloren. Aber Elden Ring war dann so der erste große Titel von Souls, wo ich wirklich bis Ende voll durchgesuchtet habe. Hm. Mega geflasht und gehalten war von diesem Spiel. Allein schon nur, was mich an diesem Spiel halt so fasziniert hat, war einfach diese ganze Spielwelt. Mhm. Das ganze Aussehen, die Charaktere, die, die Landschaften. Das, wenn du da stehst und dann siehst du ein bisschen Wald und in der Ferne siehst du die Burg da oben. Mann... Ja, das, also, du meinst hier ähm, die Akademie, ne? Ja, kannst ja, ja mehrere Landschaften, ziehst du ja immer die Sachen, oder das Schloss. Ja, das stimmt, aber bei mir war es zum oh, Beispiel ja. die Akademie. Du kommst da, aus diesem Schloss raus, hast jetzt äh, den, den zweiten Storyboss, glaube ich, gekillt, kommst aus dem Schloss raus, du konntest ja auch irgendwie außen rumreiten und so, ist aber auch egal, darum soll es nicht gehen. Ähm, kommst aus diesem Schloss raus und siehst das erste Mal äh, diese die neue Gegend, diese riesige offene Welt und dann am Ende diese Akademie, die sich so richtig hochhebt. Ja, also die, die sticht dir eigentlich mhm. im Prinzip gleich ins Auge. Das war so geil, Alter. So faszinierend. Ich habe echt wirklich paar Minuten da gestanden mit, mit dem Gaul und habe mir einfach nur diese Burg angeguckt, weil ich das so geil fand, Alter. Ich fand das so geil, ich habe mir gedacht, hä, wer braucht noch Hogwarts, Alter? Nur no Witz, weißt du, Harry Potter kann nach Hause fahren, so. Ja, der, 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 kann, der, der kann sein fliegendes Auto nehmen und kann damit einfach wieder zurück in, unter sein Kellerzimmer oder Treppenzimmer, weißt du? Den braucht keiner mehr, wenn man, das, wenn man sowas sieht, weil das war einfach geil, das war episch für mich. Und ich liebe ja. das, wenn Spiele so schon auf mich wirken, ohne dass da jetzt irgendwie gerade aktiv um mich rum was passiert. Weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist ja. Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das hat mich mega reingezogen. Also Elden Ring hatte ich mir geholt gehabt und wusste gar nicht, dass es überhaupt ein Souls-Game ist. Mhm. Ich habe einfach das nur bei Stream gesehen, dachte mir, was kommt Neues so raus, was ist rausgekommen. Da war das gerade schon zwei Wochen sogar schon draußen, glaube ich. Und habe ich gesagt, so ey geil, vom Trailer her scheint interessant zu sein, bisschen anspruchsvoller. Habe ich auch gesucht gehabt, weil ich vorher Lost Ark gespielt habe und es war alles so langweilig auf Dauer. Ja, und dann habe ich das halt äh, gleich gekauft und auch gleich auf den, Insta äh, also runtergeladen und installiert. Und dann kamen schon die ersten Nachrichten von Kumpels, ja, hab eine gute Frustgrenze, äh, du wirst oft sterben. Ja, und dann habe ich das halt äh, gleich angefangen zu zocken und dachte mir so, okay, ich bin nur am Sterben. Und ich war so, okay, ich muss hier, glaube ich, ein bisschen was umändern, erstmal so am Denken. Und dann, wenn das erstmal im Kopf gewesen ist, so, dann habe ich erstmal auch mega gedacht gehabt, so, okay, du hast halt viele Möglichkeiten in dem Spiel. Und ähm, als ich aus diesem Startgebiet, sage ich mal, ein bisschen rausgegangen bin, habe ich auch gesehen gehabt, okay, die Welten sind auch einfach mega interessant gemacht. Du hast mhm. halt alleine auch Schloss-Sturmschleier denn schon gehabt. Und das hat mir schon so mega gefallen. Oder wie du auch schon äh, vom Tor stehst, denn da äh, zum Sturmhügel. Und dann steht da dieser Riese. Das war einfach so, ich schon dachte so, du hast schon Schiss da durchzugehen, weil du nicht ja, weißt, safe. was erwartet dich da eigentlich. Mhm. Und das war halt so mein erster Eindruck vom Spiel. Ähm, war mega lost, aber irgendwann findet man halt rein und dann macht das halt einfach noch Spaß. Ne? Du hast so viele Möglichkeiten da auch einfach. Ähm, ja. Hast du dir gedacht, als du dir das runtergeladen hast und dann die ersten paar Male gestorben bist, hast du ja gerade gesagt, hattest du da diese Flashbacks von damals, von Bloodborne? Nee, gar nicht mal. Ich glaube, weil ich doch älter geworden bin. Achso, Klingt zwar blöd, aber ja. ist so. Ich habe dann nur gesehen, gehabt so bei YouTube mal geschaut, haben alle so eine Probleme oder bin ich einfach zu dumm für das Spiel. Das ist und Dann auch gab es schon Videos und habe ich gesagt, gehabt so, okay, geil, die haben alle so eine Probleme. Ey, da gibt es gleich vorne an so eine, uh, ich sag jetzt mal so eine Dungeon, wo du einen geilen Talisman kriegen kannst. Ja, dann machst du dir einfach mal eine eigene Session, härtest ein bisschen ab und machst ein Level 1 One und holst sie den Talisman. Da war ich, ich glaube, neun Stunden beschäftigt und danach war ich abgehärtet. Das ist aber auch tatsächlich, du hast gerade richtig geilen Gedanken rausgehauen. Den fühle ich zu 100 Prozent. Und zwar musst du ja erstmal checken, dass in einem Soulslike game es also ja auch darum geht zu sterben. Ja. Ich dachte immer von Anfang an, das ist eigentlich gar nicht, das ist gar nicht vorgegeben, das, das, das soll nicht sein, du sollst ja. nicht sterben, du sollst da mit Skill einfach die ganze Zeit durchrushen, aber das, das funktioniert gar nicht, Alter. Ja, Selbst, und ich glaube, das ist auch, was uns damals so überfordert hat, weil man ja, das nicht gerafft genau. hat, weil ja. man einfach davon dann... Genau, keine Ahnung. Ja, weil du keine Ahnung hast, du bist mit Unwissenheit rein in dieses Spiel und musst es wirklich erstmal checken, okay, es ist ja normal zu sterben, das will dieses Spiel, dass du stirbst. Ja, und dass du dann mit deinem Gier experimentierst und wiederkommst. Und stärker wiederkommst. Dass du mal vielleicht so, das ist ja das Geile in Elden Ring, du kannst zum Beispiel wenn du jetzt, äh, sagen wir mal Margit, du stehst vor Margit, äh, so wie bei mir, kriegst die ganze Zeit Schellen von dem, ja, also der am besten pudert dir dann noch einen den Hintern und macht dir neue pampas rum und äh, <laughs> Weißt du, <laughs> genau. Ja. Und äh, dann, dann, dann denkst du dir so: Ach, weißt du was, äh, leck mich am Arsch, Alter. Und dann gehst du einmal wieder ein paar Schritte zurück, guckst du, wie Niki schon gesagt hat: Hier ist ein Dungeon, da hast du dann mal wieder so einen Boss. Okay, den kriegst du gelegt, der ist nicht so schwer wie Margit. Dann kannst du wieder ein bisschen leveln, wirst wieder ein bisschen stärker. Und dann probierst du Margit irgendwann nochmal und dann klatschst du den auf einmal übelst weg, Alter. Das fand ich so geil, aber das musste ich auch alles erstmal verstehen, dass das Spiel das von mir will. Ja, irgendwie? was ich halt bei Souls auch mal so witzig finde, ist, war immer am Anfang ein Gegner, da ist einfach nur gedacht, dass du erstmal stirbst. Das ja. hast du auch bei jedem Spiel. Und da ähm, habe ich auch bei allen ring dann, als ich das angefangen habe zu so spielen, ich habe, wie gesagt, nicht gewusst, dass es ein Souls-Spiel ist, so in diese Richtung geht, und dachte mir so, da steht dieser komische Dude vor dir am Anfang mit seinen zig hundert Schwertern und du denkst dir nur so, ja, das muss ja irgendwie machbar sein trifft dich dreimal und du bist weg und dann dachte ich mir schon so ist es nicht wieder so ein Blödsinn wie Bloodborne oder <lacht> <Ja>. <lacht> also, kann und, ich mich auch erinnern <laughs> und dann dachte ich mir aber so okay ich versuche halt trotzdem erstmal ne ach du und, meinst du diesen Tutorial Boss der dich da direkt ja gleich genau will. ganz am Anfang da musst du durch da kommst du nicht drum rum und das hast du halt bei jedem Spiel davon einfach dass du ja. am Anfang einen hast wo gedacht ist dass du erstmal stirbst damit die dir gleich erstmal zeigen ey ne bam das ich sterbe erstmal ein paar Runden und <laughs> genau. dann lerne erstmal das Spiel. Und was man halt auch so hart lernen muss, ist einfach dieses Ausweichen. Und das zieht sich auch komplett wie ein roter Fahnen durch. Ja. Wenn du in diesem Spielen nicht ausweichen kannst, dann brauchst du es gar nicht spielen. Ja. <laughs> das ist auch immer, warum ich immer sage, dass die Niki die eine der wenigen ist, die dieses Spiel richtig spielt. Die nutzt ja. die volle Spielmechanik aus. Die geht voll. Du brauchst nicht Level 300, 400, 500, den krassesten Ball und Ding. Das sind die einfachsten kleinsten Dinge, das reicht schon, wie du durch Elden Ring kommst oder durch allgemein durch solche, wenn du parieren drauf hast, du machst jeden Bossblatt. Na ja, gut, ich muss aber dazu sagen, ich habe im ersten Run auch keinen nicht keine Parries benutzt, nicht einen einzigen. Also, vielleicht habe ich mal so ein lucky Parry gemacht, so und dachte mir so, Huch, wie hast du das jetzt gemacht? Aber ansonsten, aber das ich habe viel gedodged, ja, das, ich weiß, und machst du Dodgen, dann gehst du mir ja, auf Dodgen halt genau. einfach.